Wie heute den? Reden wir über Inder. Ja. Aber nicht alle Inder, keine Angst. Ja, ja. Ja. Nur die Bösen. Nur die bösen Inder. Was ging da ab? Habt ihr diese Geschichte gesehen, wo so ein Paar so durch überall gereist ist zusammen? Ja. Sie waren in Irak, überall. Afghanistan. Syrien. Mexikaner oder so, oder sind die? Ich weiß oder nicht. Spanier. Ja, oder Spanier, oder so. Barcelona sogar. Spanier, ja. Die haben überall so, haben sie auch Videos gemacht. Ja, oder? Die haben 7 Jahre lang, glaube ich, sich genau, gefilmt. So, genau. So am Backpacken-mäßig. Ey, so weiter. Und dann wurden sie einfach mitten in der Höhle, haben den einfach so Inder überfallen und haben die Frau vergewaltigt. Mitten in der Höhle? Höhle. Oder irgend sowas, oder? Höhle ist auch gleich. Das war die Höhle. Das war die Höhle, was passiert. Ist kein großer Unterschied da, gell? Die haben einfach überfallen, die Frau vergewaltigt und ihn verprügelt, Bruder. Und Messer dran gehalten, damit er nichts machen kann. Das waren einfach 7 Männer, die sind bei ihnen in ihr Zelt reingegangen. Das ist crazy. Und haben mäßig zu 7 haben sie dem Mann mäßig ein Messer an den Hals gehalten und haben die Frau vor seinen Augen vergewaltigt und er konnte nichts machen. Es waren halt 7 Männer, so crazy, die haben das Zelt gestürmt und sind dann reingegangen. Erklär nochmal. Ja, weil ich da, hat er erklärt, oder? Vorhin. Na, egal. Oder? Ich muss es nochmal okay. betonen. Alter. Ah, crazy. Ja, ist sehr wild eigentlich, Bruder. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Alter. Als Mann? Bruder. Frau sowieso, aber... Frau wurscht, dein Mann, Bruder. Er hat zugeschaut, ja. Er sagt dem anderen Burschen, keine Angst. Nein, schon schlimmer. Stell dir vor, deine Frau, ja. Dein Schatziputzi, Bruder, wird genau. Zerfetzt und so, die wird zusammengeschlagen, du genauso. Und du musst alles sehen so. Ich will nicht wissen, was das für ein Schaden ist noch. Was das für ein Schaden verursacht. Ich glaube, die gehen nie wieder irgendwo anders hin mehr. Nein, allein auch zwischen... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie die Frau ist, aber vielleicht ist sie ein bisschen nicht böse auf ihn, aber so mäßig, wieso hast du mich nicht gerettet? Und so. Ja, aber wer hätte sich bewegt, Messer? Ich weiß eh, aber trotzdem, weißt du, ja, es ist immer dieses... Willst du nicht für mich sterben? Ja. Willst du nicht für mich sterben? Nein, ich glaube nicht, dass sie so streiten, aber trotzdem, weißt du. Ich hätte einen anderen Kampf gerade im Kopf. Ja, eh, das ist halt das, weißt du. Bruder. Aber komisch, sie schaut viel jünger aus als er. Ja. Ist dir aufgefallen? Ja, aber... Ja, Bruder, sie ist so Riz. Riz? Ja. Safe. Das ist schon wild, Bruder. Schäfer, du bist mit deiner... Du warst, er war überall, Bruder. Er war sogar bei den Taliban, wo sie alle sagen, es ist nur schlimm und sowas, Bruder. Sogar dort waren sie im Frieden. Sure. Ja, Mann. Dort. Oder in Indien geht's ab mit Feminismus und so. Die brauchen eine Feminismuswelle dort. Bruder, eine ganz wilde, glaube ich. Ich habe dann auch so welche auf Insta gesehen, diese Videos, wie so Frauen gehen. Sie liegen auf Strand, auf tausende Männer stehen so und schauen dir. Das ist Bruder, crazy. Was verrückt. Das ist verrückt. Sie macht so, sie liegt so am Strand, sie filmt so einfach sich selber, dann dreht sie die Kamera um. Ja, aber das ist so ein Ding um sie herum einfach. Aber so richtig viele, Mann. Ja, ich weiß. Das ist das Wilde. Und die stehen da ohne Handy, die stehen einfach so mäßig und schauen einfach so. Tun alle, die tun sich so merken für die Highlight des Tages und chillen da einfach so und schauen. Aber in Entwicklungsländern ist das eh ein bisschen crazy so. Weil in Sudan ist das also ist nicht so auf dem Level so. Aber meine Mutter ist ja auch zum Beispiel weiß. Und wenn sie dort am Markt geht, dann ist auch schon Auge gemacht. Weißt du, was geht ab? Aber du musst überlegen, am Markt, Bruder. Das am Markt, dass du, wenn ich nach Kosovo, die schauen mich an. Weißt du, weil die chillen, das ist deren Arbeit. Die schauen einfach Menschen und an. Und Geld kommt mäßig. Aber dort ist, Bruder, mitten am Strand, Bruder, wo einmal nur beim Vorbeigehen, weißt du, kannst schauen, ist normal. Bruder, jeder. Auch so, boah, krank. Und oder sie reden so an und ziehen sie dann so mäßig, wollen sie mit wegziehen. So. Das ist wild, crazy, da muss ich aufpassen. Ich bin jetzt, wenn ich jetzt so am Abend so rausgehe und so weiter, ich hätte schon ein bisschen Angst, dass meine Tochter so draußen unterwegs ist in der Stadt, in der Nacht. Man weiß nicht, Bruder, was passiert. Schon, was der niemand auf der Straße, ich hätte Angst. Man hat immer mehr. Ich denke mir das schon alleine, wenn ich manchmal so kleine Kinder oder so alleine auf der Straße, das ist ein anderes Beispiel jetzt, aber von Kinder-Eltern-Perspektive her, wenn ich sehe, wie kleine Kinder auf der Straße gehen, und so alleine von der Schule nach Hause gehen, so Volksschulkinder, ich denke, ich würde mein Kind niemals, oder so ein kleiner, den nehme ich mit wie nix, oder weißt du, ich meine, das ist schlimm. Ich würde den niemals den Bus alleine lassen, Menschen sind krank. Ja, na. Ich würde auch mit meiner Tochter oder so kommen und sagen, sie möchte Urlaub in Indien machen, oder also ich so, vergiss das. Indien? Na, Bro. Vergiss, dass du nach Indien gehst. Nach, ich würde schon sagen, ey, Indonesien, ja, Indien, nein. Aber wieso Indien, Mann? Bro, Indien ist so das Ding, es ist schon zu viel passiert gerade. Ja. Es ist viele negative Schlagzeilen gegen Frauen, Mann. Viel zu viele, das ist das Problem. Ich weiß nicht, aber was ist da in Indien, also? Wieso ist das so? Ich glaube, es sind einfach zu viele Menschen auf einem Fleck, Bruder. Das kann sein. Und so ungebildet und so kann auch sein. Ja, viele sind in der Schule. Vielleicht, weißt du, wie sind die Frauen in Indien? Indische Frauen. Ich weiß, in Indien gibt es so viele verschiedene Kulturen. Ja, Mann. Es gibt ja christliche Inder, es gibt sogar muslimische, glaube ich, und dann gibt es Hindus, dann gibt es Sikh, weißt du. Es ist zu viel einfach, glaube ich. Und die sind arm und so weiter auch. Ja, vielleicht meistens wahrscheinlich. Ich weiß nicht, Mann. Ich habe auch einmal ein Video gesehen, so CCTV-Aufnahmenmäßig, wo so einfach eine Frau auf der Straße ging. So, der Mann kommt da und sticht sie ab. Aber ich habe mehrere solche Sachen gesehen. So Gewalt gegen Frauen. Schaut so aus, als wäre nichts. Und dann passiert einfach irgendwas.
Und also, zum Beispiel Touristen, Mann, sieben Männer gehen in ein Zelt rein, Bruder, zu sieben, was geht bei denen ab überhaupt? Erstmal das, mit sieben Jungs muss man halt zusammen trommeln, Bruder, dass deine Frau in ein Zelt rein ist. Ja. Nee, einfach, aber jetzt wurde sogar hier in Wien so eine 12-Jährige oder 14-Jährige. Echt? Ja. In seiner Wohnung von diesen 26-Jährigen? Nein, in diesem Hotel. Aha. In so einem Hostel. Haben die mäßig so mitgenommen, so sieben Jungs oder sowas. Scheiße. Und haben die mäßig so gedrängt dazu. Und sie hat sich halt so... Ja, was sie machen, Bruder, sieben Typen, Bruder. Und sie war so 12 oder 14. Und die Typen? Und die Typen waren auch so 15, aber einer war 18. So 17, 16. 15, 18, das ist ein crazy Alter, um sowas zu machen, Alter. Ja. Ein 12-jähriger Bruder, ihr Hurensohn. 12 oder 14, irgend sowas. Das und mäßig, sie hat so mäßig irgendwie sich unterdrücken lassen von denen. Und hat dann irgendwie machen lassen. Ja. Und dann später ist sie halt zur Mutter gegangen und hat gesagt, so, ich wollte das gar nicht, dies und das, weißt du. So, sie haben sie, glaube ich, nicht geschlagen oder so, aber... so unterdrückt und so mäßig dazu gedrängt. Ja. Und die wurden jetzt ehemäßig verurteilt. Oder es gab irgendeinen Prozess. Das ging nicht für eine Strafe. Eh viel zu wenig verurteilt. Aber es waren auch Kinder, ist auch wieder... Ja, das ist trotzdem... Alles ich weiß, unter ich weiß, 18, aber Bruder. Die kriegen gar keine Strafe wahrscheinlich. Ja. Man muss auch denken, oder... Sagen wir, das waren sieben Jungs. Einer davon wollte das safe nicht 100% mitmachen, aber er hat es gemacht, weil die Jungs gemacht haben. Das kann sein, Das kann mir auch, kann ich mir auch vorstellen. Trotz. Halt, du bist trotzdem selber schuld, so dass du überhaupt keine Ausrede oder weißt du, aber... Hey, Hurensohn, Bruder. Aber auch als Frau, man, urstark, alle Frauen, die danach so zugeben können, dass es passiert, ist auch stark. Ja, weil extrem. Man sagt immer so als Mann, so wenn irgendwas passiert, das Ego, weißt du, so wie dich dann andere, andere wahrnehmen und so, ist als Frau nicht anders, weißt du? So ist es. Wenn du sagst, du wurdest vergewaltigt oder so, dann ist so, Bruder. Nicht leicht. Das ist so, wenn du sagst, so, du hast Depressionen und so, alles okay, ah, sorry, Bro, alles gut, ist das. Weißt du nicht, ob das Leute, anderes. Ja, aber du weißt schon, vom Ding her, du bist so in der Gesellschaft ein bisschen schwächermäßig so. Es ist dir halt was passiert und jeder weiß es, weißt du? Das ist halt hart einfach so, damit dann durchs Leben zu gehen. Extrem hart. Weil sich alle anders sehen, weißt du? Ja. Wenn du das einmal gesagt hast. Ich sag dir ehrlich, Bruder. Es ist jetzt egoistisch so zu denken, aber es ist auch als Mann schwer, glaube ich, so mit einer Frau, der das passiert ist, auch so umzugehen, glaube ich. Hm. Weil du musst ja urempathisch sein. Und ich würde auch, ja. Du Angst bisschen, weißt du, wie gehe ich mit der um, wie rede. Was soll ich sagen und so? Ja, sowas. Stell dir vor, du bist mit einer Frau zusammen und sie sagt dir sowas. Ist schon Angst. Das musst du mal auch für dich selber dann tragen, wie du ihr weiterhelfen kannst. Ob du damit klarkommst selber. Ja. Weißt du, das ist halt das Harte. Stimmt auch wieder, Mann. Frau ist schon alles crazy. Das ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Ich sag dir ehrlich, man muss jeden Vergewaltiger kastrieren, radikal kastrieren, misshandeln, in den Knast schicken, rauslassen, dann nochmal misshandeln und dann soll er weitermachen mit seinem Leben. Muss. Preach. Ohne Gewalt passiert nichts. Vertrau. Egal, was die sagen, Bruder. Er geht 3 Jahre in den Knast wegen Vergewaltigung. Wie lange? 5 Jahre? Ja, was ist das? Nicht die strafen sie nicht behindert, Mann. Nicht einmal gehen die. Mit guter Führung kommst du ja 2-3 Jahre früher raus, Bruder. Was ist das? Die meisten kriegen ja nur so 2-3. Ja, je. Was ist das? Ich finde, gute Führung ist allgemein ein Mythos, Bruder. Das sollte es nicht bei jeder Tat geben. Ja, das ist so... Bei Raub und sowas, ich verstehe noch, was der, okay, aber bei so Mord, Vergewaltigung und sowas, Bruder, so chill. Es gibt so Sachen, da kannst du sagen, okay, er kann sich bessern. Ja, Mann. Dann gibt es so Sachen, er hat es gemacht. Ey, er hat es gemacht, das ist vorbei, Alter. Weißt du? Das ist vorbei. Nein, man muss wirklich bestrafen, Bruder. So wirklich, man muss wirklich bestrafen. Aber in der EU wird jetzt langsam so dieser Femizid, wie nennt man das nochmal? Femizide, zum Beispiel in Kroatien haben sie das jetzt mäßig anders gemacht, dass es jetzt als größere Straftat angesehen wird und so weiter. Mhm. Es geht ein bisschen in die Richtung. Auch mal, wie es hier in Österreich wird. In Kongo geht es auch extrem ab, was das angeht, Mann. Ja, Militär und so, die machen ja auch, die gehen ja durch und tun einfach Frauen mäßig. Wie heißt diese? Boko Haram? Ja, das ist Nigeria. Aber da auch. Ja, ja. Die gehen so in der Schule, nehmen Kinder mit und so weiter. Ja, Mann. Die haben damals, so, glaube ich, eine ganze Frauenklasse mitgenommen. So. Einfach mitgenommen. Dann machen die halt mit der Dinge, weißt du? Ich werde nie verstehen, wie ein Mann an der Spitze es schafft, eine ganze Armee dazu zu animieren, ihr ganzes Land und ihre Frauen einfach so zu demütigen und zu vergewaltigen. Eigene Frauen, wenn du überlegst. Das werde ich niemals verstehen. Halt, was wurde diesen Menschen erzählt, dass sie das dann durchziehen? So jeder einzelne Bodensoldat, jeder letzte Dreckige von denen. Weißt du, was bringt sich da? Das werde ich nie verstehen. Wieso so? Aber die denken sich dann auch, vielleicht denken sie sich ein Teil von dem großen Ganzen, von dem... Ich gehöre zu dem, weißt du, ich bin Motherfucker-mäßig so. Ich bin in seiner Gang. Ich kann machen, was ich will. Ich kann machen, was ich will. Ja, so auf denen, ich bin Chef, ich bin einer von denen. Ah, die so wie Gangmembers-mäßig. Ja, aber es ist ein Unterschied, wenn Gewalt nur Gewalt als sowas. Das ist ja schon. Oh, in Kongo, was ich gesehen habe auf TikTok öfters jetzt, die lassen die Frauen, die töten ihre Männer, lassen ihre Frauen ihre Geschlechtsteile essen und vergewaltigen die Frauen. Bruder, ich schwöre. Und Kongo ist so alles, man erfährt nichts dort. Bruder, diese Frau, die das erzählt hat, meine Augen waren so tot. Ich dachte mir, Bruder,
Bruder, stell dir vor, das Bruder. Dann du lebst noch weiter, so weißt du. Was soll ich sagen? Und auch in Afrika ist es auch urgroß mit diesen Leuten, dass sie, dass sie Frauen kastrieren und sowas. Wie? Ja, halt mäßig unten so ein bisschen oder so beschneiden oder sowas, umschnippeln oder zunähen und sowas auch. Ja, Mann. Ja, ich verstehe es nicht. Was gibt dir das so? Weißt du, ich meine, das sind so die schlimmsten Sachen auf der Welt. Boah, dass du das ja behindert weh, Bruder. Deswegen, Frauen passieren die schlimmsten Sachen auf jeden Fall. Ja, das ist schon schlimm. Frauen leiden eigentlich so. Ja, ich war crazy, Mann. Allein die Angst davor. Ja. Früher habe ich das nie gecheckt, dieses mit alleine rausgehen, die Sache. Ja, gell? Weißt du? Ja. Aber je älter man wird, oder, je mehr Geschichten man hört, oder? Weil ich da auch dann, meine Schwester sagt mir so, komm, Straßenbahn, mich abholen. Ich so, heißt, 5 Minuten entfernt, was willst du mir? Ja. Aber erst so 5 Jahre später denke ich so, heißt, einerseits, Bruder, es ist so 1 Uhr oder so und sie kommt gerade nach Hause. So, sie denkt, ja, auch so, Bruder. Deswegen, Jungs, passt auf eure Schwestern auf, Mütter. Und wie oft ist das, wenn dein Typ, Bruder, deine Schwester verfolgt? Das ist so mehr das Gefühl so. Ja, ja. Es ist so. Wenn du nicht zu Hause bist, dann sagt sie, ja, einer folgt mir, Bruder. Und du kannst es machen. Ich würde, wenn ich eine Tochter habe, ihr mein Auto geben, bevor sie öffentlich fahren sollte. Ich soll mit U-Bahn fahren, bevor sie... In der Nacht, safe. Am Tag sage ich immer, weißt du, wurscht. Ja. Aber in der Nacht, Bruder. Ja, sicher. Gar nicht. Also früher habe ich nicht verstanden, wenn ich musste halt immer zu Hause, nach Hause gehen. Ja. Kilometer, weißt du, Bus kommt, ich muss nach Hause gehen. Er erzählt, wie damals Großelterngeschichte, in die Schule gehen bist du, oder was? Kilometer. Weißt du, aber so, weißt du, so, ich habe angerufen, mein Vater, du sagst, vergiss, dass ich dich hole, weil es geht zu Fuß. Ich denke mir so, Ding. Meine Schwester sofort, ich dachte mir, unfair. Ja. Wieso? Aber jetzt, ich raff, weißt du. Ich sag mir auch jetzt mal, aber erst, einerseits, es macht Sinn, weil eine Frau einfach kann sich schwer wehren. Egal, wenn sie sagen, Bruder, Frauen, sowas, Bruder. Ein Mann hat immer mehr Kraft, Bruder. Auch wenn sie sagen, mal Kampfsport oder so machen. Wurscht, Bruder. Egal. Sie ist einfach leichter. Ja, Mann, ein Mann packt sie einfach, Bruder. Das ist ein anderes. Und wenn du noch 2 Männer, dann vergisst komplett. Bruder, bei 2, da habe ich nie schon. Und dann kommen sie zu 7, weißt du, diese Schwänze, Mann. Bruder, zu 7 Uhr haben, Bruder. Sure. Das ist crazy. Und die kriegen so alles mit, so 7, das dauert ja auch wahrscheinlich länger, 7 Menschen, Bruder. Wie lange haben sie, Bruder? Ich will nicht mal wissen. Wie ekelhaft muss das für diese Frau sein? 7 stinkerte Hurenkinder, Bruder, sind in dir drinnen und so. Bah, die Arme, Bruder. Das ist crazy. Das ist so traurig eigentlich. Diese 7 Typen, gell, würde ich die sehen, gell, ich würde jeden kastrieren, Mann. Wenn es ein Gesetz geben würde, es gibt einen Job zum Kastrieren, ich würde diesen Job machen. Mit ganzem Herzen, Bruder, ich würde diese Sippis wegschneiden, Bruder. Slag, Bruder.